Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zur zweiten Folge unserer PvE-Reihe, die sich mit dem neuen Modus Sturmangriff Scorpius beschäftigt. Bevor wir beginnen, möchte ich einen Fehler, den ich in die erste Folge mit eingebaut habe, korrigieren. Es gibt nämlich insgesamt 12 und nicht 15 Level. Keine Ahnung, wie ich darauf kam, dass es 15 seien. Ich weiß es nicht. Eine kleine Änderung gibt es auch noch. Ich wollte ursprünglich pro Folge nur ein Level mit euch zusammen durchgehen. Aufgrund gewisser Vorgaben wird sich das Ganze nun ein bisschen ändern. Wir werden ab jetzt pro Folge 2 Level durchspielen und in der finalen Folge werden es dann die letzten 3 Level sein, die wir am Stück durchspielen werden, bevor wir zum Fazit kommen. Aber genug geredet. Level 2 und 3 warten auf uns. Los geht's! So, meine Freunde, Level 2. Gucken wir mal, was uns erwartet. Okay, wir starten in der Mitte, da wo im CPC normalerweise der zentrale Kontrollpunkt ist. Eine Sache, die mir auf jeden Fall vom letzten Mal noch im Kopf geblieben ist, ist, dass die Minimap hier ziemlich wichtig ist, denn während dieser Wellen neigen die Bots häufig dazu, einen regelrecht einzukreisen. Wir sehen, wir haben hier relativ viele Gegner vorne. Ein paar davon kommen auch schon über die linke Seite, da kriegen wir jetzt gleich Besuch. Die meisten sind aber noch direkt vor uns. Interessant finde ich ja, dass die einzelnen Bots auch eben eine Bezeichnung haben. Das ist nicht direkt Name, sondern eben das, was sie tun. Das sind Skirmisher, was auch immer das sein sollen. Ich habe auch beim letzten Mal welche gesehen, die Gauner hießen, das ist eigentlich ein deutsches Wort. Tracker haben wir jetzt hier, okay. Tracker, okay, Markierer. Ja, okay, ich weiß schon warum, wegen der Waffe. Okay, alles klar, gut, wir haben jetzt hier Bots mit, mit Nate Launchern. Die ersten haben wir natürlich wieder sauber weggehauen. Wir haben hier im zweiten Level tatsächlich nur 4 Wellen, also eine weniger als in der letzten Runde. Und die erste Welle haben wir hier auch schon abgeschlossen. Die Musik ist natürlich wieder Bombe. Also ich muss sagen, die Musik haben sie wirklich richtig, richtig, richtig gut hinbekommen. Großer Kritikpunkt ist, wir sind hier natürlich wieder auf der gleichen Map. Und okay, jetzt spielen wir hier gegen Lancer mit Arctorrents. Auch nicht übel. Okay, Welle 2 abgeschlossen. Was ist das denn? Das ist ja fast noch einfacher als das erste Level. Okay, wir kommen zur Welle 3. Lasst uns mal gucken, wo sind sie denn? Okay, hinter uns und vor uns auch. Okay, das ist wohl so eine typische Sandwich-Aktion, wie man so schon sagt. Jetzt haben wir hier die Schützen. Das sind dann wieder die mit den Autocannons. Ja, was soll man sagen? Also, ich muss sagen, das Level 2 unterscheidet sich ehrlich gesagt gar nicht so großartig von Level 1. Es findet halt ja, an einem anderen Ort auf der Map statt, sagen wir es mal so, also eher in der Mitte. Die Mechs springen auch wieder von den Hausdächern. Wie gesagt, ich war in der ersten Runde auch wirklich begeistert davon, aber das sollte natürlich nicht alles an Innovation gewesen sein, was wir hier in diesem Modus bekommen. Ne? Tja, was soll ich sagen? Es ist halt... Ne? Ihr seht, es ist immer noch genauso einfach wie vorher auch. Wir haben hier tatsächlich immer noch den gemaxten Scorpius mit den gemaxten Waffen. Vollkommen unabhängig davon, ob wir die jetzt im Inventar haben oder nicht auf dem Level. Und wir kommen auch schon zur Welle 3. Beziehungsweise das war Welle 3, wir sind jetzt hier bei Welle 4. Das heißt, wir sind hier auch schon wieder am Ende. Wir haben hier einen Scharfschützen, das wird vermutlich wieder ein Orion sein. Das wäre halt zum Beispiel, was das wesentlich interessanter wäre, wenn wir hier ganz, ganz viele Orions hätten. Oh, okay, ganz interessant. Die haben einen Scharfschützen da oben platziert. Da trifft man natürlich easy mit den mit den Discs oder halt auch mit den Javelins von Scorpion oder Scorpius. Und ja, gut, ihr seht, was soll man sagen, man geht hier natürlich durch wie Butter. Insbesondere dann, wenn eben hier alles gemaxt ist und die gegnerischen Bots, die sind halt auf Low Level und haben Low Waffen. Okay, man muss aber dazu sagen, wir haben hier schon die Hälfte unseres Lebens verloren. Ne? Das haben wir bei Runde 1 nicht, obwohl wir unter ähnlich starkem Beschuss gestanden haben. Natürlich ist hier der Commander wieder eine... wir haben gewonnen. War das nicht beim letzten Mal so, dass wir trotzdem, wenn wir den Commander besiegt hatten, die anderen auch noch killen mussten? Okay. Gut, Level 2 war etwas enttäuschend, was die Herausforderung betraf, muss ich sagen. Es gab eine Welle weniger als noch in Level 1 und auch die Bots selbst waren nur geringfügig stärker als die des ersten Levels. Eigentlich kaum spürbar. Dafür allerdings in ihrer Anzahl bedeutend weniger. Auch die Rewards waren exakt die gleichen wie in Level 1. 4 Goldtickets und einen Punkteboost. Ja, langweilig.
Wir haben jetzt jedenfalls Level 3 freigeschalten. Und das ist jetzt interessant. Ab Level 3 scheint es so, als ob die Mechs und Waffen, mit denen man die einzelnen Level bestreiten muss, nicht mehr automatisch auf maximalem Level sind, sondern sich dem Level des jeweiligen Ausrüstungsgegenstandes im Inventar anpassen. Und im gleichen Zuge scheint es im Sturmangriffsshop Angebote für uns zu geben. Ah, ich verstehe. In den ersten beiden Leveln bekamt ihr Scorpius auf maximalem Level zur Verfügung gestellt, um euch das Potenzial dieses Bots in Höchstform präsentieren zu können. Und ab Level 3 seid ihr auf das Level beschränkt, das auch im Inventar zur Verfügung steht. Im Shop findet ihr anschließend Upgrade-Pakete, die es euch ermöglichen, den Bot auf ein höheres Level zu bringen. Ja, das ist ziemlich interessant. Witziger Funfact oder witziger Gedanke, den ich nebenbei habe. Wenn ihr also diesen Bot schon mal gekauft habt, ne, auf sagen wir auf 3 Sterne, dann müsst ihr ja auf 3 Sterne gegen die ganzen Gegner spielen. Wenn ihr den Bot aber überhaupt nicht besitzt, dann könnt ihr den ja trotzdem spielen. Ne, das ist vollkommen klar. Ihr könnt den Sturmangriffmodus auch spielen, wenn ihr den Bot gar nicht besitzt. Und ich vermute einfach mal, dass ihr den Bot dann auf 5 Sternen bekommt. Also quasi auf dem Level, auf dem ihr den Bot über das Gearhub-System freischalten könnt. Das heißt, die Leute, die den Bot überhaupt nicht haben, haben am Ende gegenüber den Leuten, die sich den Bot mal auf einem niedrigeren Level gekauft haben, sogar noch einen Vorteil. Das ist interessant. Höchst interessant sogar. Ich bin mir fast sicher, dass ich mit dieser These richtig liege. Im letzten Video zu dieser Reihe werde ich im Fazit nochmal genauer auf meine Meinung zu dem Shop und dem Ganzen eingehen. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Level 3 wartet auf uns. Let's go! So, Level 3, wir gucken mal. Okay, was sehen wir? Wir sind hinter den Treppen und hier gibt es nur 3 Wellen. Okay, wir tendieren also zu folgendem. Mit jedem Level werden die Wellen offensichtlich weniger, wobei ich nicht davon ausgehe, dass wir jetzt in den nächsten Leveln dann tatsächlich weniger als 3 Level haben oder 3 Wellen haben. Ich denke, weiter runter werden sie nicht gehen, aber wir haben jetzt nur noch 3 Wellen und wenn ich Level 1 mit Level 2 vergleiche, ist es so, dass die Bots geringfügig und kaum merkbar stärker geworden sind, dafür aber immens weniger von der Masse her geworden sind. Das ist natürlich etwas ernüchternd, denn ich finde eigentlich, dass die Level mit steigendem Level spannender werden sollten und nicht langweiliger. Auch hier ist es jetzt tatsächlich so, dass die Menge an Gegnern absolut überschaubar ist. Wenn wir uns an Level 1 erinnern, da wurden wir ja quasi überrannt, ne? Also wirklich überrannt. Das haben wir jetzt hier nicht. Wir haben jetzt hier 2 Orion-Scharfschützen, okay. Und schon haben wir die erste Welle wieder abgeschlossen. Also vielleicht, also ich weiß es nicht, wo hier die Schwierigkeit liegen soll oder wo hier wirklich die Herausforderung liegen soll. Ich meine, okay, die Ressourcen, die man hier als Belohnung bekommt, die sind jetzt natürlich auch keinen großen Aufwand wert, sagen wir es mal so. Aber ich hoffe wirklich, wir haben noch einige Level vor uns, ich hoffe wirklich, dass das da besser wird. Ne? Nicht, dass sich das jetzt hier wirklich durchzieht. Und oh, wir werden von Helix angetaggt, das ist neu. Wer hat die Helix? Da hinten Artillerie. Ein MD, wie witzlos, okay. Die Artillerie ist auf jeden Fall weg, der Schütze hier ist auch weg und da hinten steht noch einer. Der steht statisch und bewegt sich nicht, das wird wahrscheinlich wieder ein Sniper sein, den sie irgendwo auf dem Dach positioniert haben. Wie vorhin eben auch in Level 2. Ja, natürlich, da oben steht er, zack, und schon haben wir die Welle 2 abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur letzten und finalen Welle und wir sind noch nicht mal bei 2 Minuten. Das ist natürlich echt ernüchternd, also ich muss sagen, die Leveln lassen tatsächlich im Vergleich zur ersten nach. Und da verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Wahrscheinlich ist das halt wirklich etwas, das halt nur herausfordernd für Leute ist, die sich noch im Early Game oder so befinden. Wobei ich es auf der anderen Seite auch noch nicht bewerten möchte. Oh, ein Gauner. Ja, ein Gauner. Ich will es auf der anderen Seite aber auch nicht bewerten, weil wir sind ja erst in Level 3. Es kann noch viel passieren. Was mir allerdings sehr, sehr sauer aufstößt, ist einfach die Tatsache, dass wir immer auf der gleichen Map sind. Es keine alternative Welt gibt und ja, okay. Sieg, 2 Minuten, relativ genau, ja. Ja. Ja, was sagt man da jetzt dazu? Man kann an den Zeiten, die man pro Level gebraucht hat, welche unten unter den einzelnen Leveln vermerkt sind, recht gut den Trend, über den ich eben sprach, ablesen. Während wir für Level 1 noch knapp 5 Minuten gebraucht hatten, benötigten wir für Level 2 nur noch knapp 3 und für Level 3 relativ genau 2 Minuten. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und lasse mich von den kommenden Leveln überraschen. Wir sind ja erst bei Level 3. Wer weiß, was noch kommt. Hoffnung und so. Ja, das waren jetzt eben Level 2 und 3 des neuen Sturmangriffs Scorpius-Modus. Was haltet ihr von den beiden Leveln? Seid ihr auch so ein bisschen enttäuscht wie ich? Oder findet ihr das mega? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns dann zu Level 4 und 5. Und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.